Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei und ja, Harry überprüft die Verkabelung, weil er Elektriker ist oder er sucht Killerameisen oder meine Remost, Verzeihung. Ja, wir sind im Direktoriat und mir finde ich das gerade sehr seltsam, dass da unten Benutzen steht und ich auf die gute Michelle zeige. Wollen wir das? Nein. Egal. Wir sind im Direktoriat und ja, wer ist Michelle eigentlich? Wo ist sie hergekommen? Warum ist sie ganz alleine hier in der Schule in einem Abendkleid? Und ja, das sind alles Fragen, die wir uns noch stellen. Aber anscheinend scheint sie eine Cheryl zu kennen, die allerdings viel älter ist als die Cheryl, die wir kennen. Ja, unsere Tochter ist ja angeblich 7, aber es soll eine Cheryl Mason geben, die eine Stufe über ihr war in der Schule. Und das ist natürlich sehr seltsam. Wir haben aber die Möglichkeit, Informationen über diese Cheryl, die sie kennt, herauszufinden, indem wir uns in den PC des Direktors reinhacken. Und ich glaube, das wird nicht so leicht. Passwort. Tja. Okay. Gott. Nicht Git. Gott. Na? Falsches Passwort. Na super. Okay, ich denke mal, wir müssen da irgendwie was drüber herausfinden. Die Frage ist natürlich was. Passwort vergessen, hier klicken. Beantworten Sie die Sicherheitsfrage. Mein einziger vierbeiniger Freund. Haha, damit es doch bestimmte Informationen hier in dem Raum zu geben. Werden wir uns hier mal umschauen. Mal gucken, was der gute Hermann F. Fischer, der auch Bachelor of Science in Geology ist, hier so versteckt hat in seinem Raum. Da sehe ich doch schon was. Ein Bild. Ja, das ist nicht sein Hund. Married in Hawaii. Schön. Das ist ja auch was Feines, nicht wahr? Unter Palmen. Der Teppich. Das Muster. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ach, ist doch egal. Das ist so ausgelutscht, ganz ehrlich. Twelfth Night von William Shakespeare. Wer liest denn so einen Quatsch? Ich jedenfalls nicht. Nein, nichts gegen Shakespeare. Doch, ich mag ihn nicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe nie was von ihm gelesen. Raketball-Staatsmeisterschaft. Was ist denn Raketball? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, bin ich jetzt irgendwie ein Banause, weil ich das nicht weiß? Sagt es mir. Four Dead from Otto. Schick. Weil auch immer das gemalt hat, er kann besser als Cheryl malen. Wobei ich weiß gar nicht, ob Cheryl malen kann, aber hier sind irgendwie keine Informationen. Was ist denn da? Shiners! Das ist wahrscheinlich auch nichts. Aber da hängt was. Nikki? Nikki? Der gute Nikki? Das ist eine Hundeleine? Nikki? Sollte es etwa das sein? Mein einziger vierbeiniger Freund. Das kann ja Nikki sein, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was sonst. Ich hasse so präzise Eingaben mit meiner Remote wirklich. Ich kann das einfach nicht so gut. Okay, nächste Frage. Mein Sternzeichen. Nicht, dass ich dran glaube. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn dahinter kommen? Muss ich jetzt... Ja, da werde ich es wahrscheinlich nicht rauslesen. Michelle, hilf mir! Google doch mal schnell den Typen. Sie guckt mich an, als ob sie einen Geist gesehen hätte, ey. Hat jemand von Google gehört? Du hast doch ein Smartphone. Na, wahrscheinlich ist sie wieder nur auf Facebook oder so, ne? Das ist ja heute Standard, nur auf Facebook rumzuhängen. 12. November, Hermann. 65. Verdammt, ich habe seinen Geburtstag verpasst. Nämlich heute ist der 27. an dem Tag, wo ich aufnehme. Oh, was haben wir hier? Das ist ein Dienstplan, das brauchen wir nicht. Was haben wir? Hier haben wir noch einen PC. Oh. Hermanns Ex hat angerufen. Ist sauer. Ruf sie zurück unter 559433. Natürlich werde ich das tun. Ich werde da das Problem lösen. Ne? Weil Harry ist nämlich auch Hobbypsychologe. Na, eigentlich nicht. Ich glaube, eigentlich bräuchte er einen Psychologen. Schließlich haben wir ja ständig Sitzungen. Ne? Okay. Fischers Ex. Ich bin ja mal sowas von gespannt.
Nein, nein, ich bin nicht Hermann. Ich soll ja eine Nachricht hinterlassen. Also, ich will nur sagen, dass das Eis ein echt fieses Missverständnis ist. Dass Hermann angeln war, das war halt so mit mir abgesprochen, ne? Deswegen ist er nicht zu deiner Babyparty gekommen. Was? Irgendwie so, was weiß ich. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Ja, der Hermann hat am 12. November Geburtstag. Wir brauchen sein Sternzeichen. Oder was ist man im November? Im November ist man doch eigentlich. Ist man da Steinbock? Weil ich bin im Dezember und ich bin Steinbock. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Soll ich es mal probieren? Ich probiere es einfach mal. Ich meine, was soll schiefgehen? Oder muss ich jetzt. Sternzeichen. Ich gebe jetzt einfach mal Steinbock ein. Das wird wahrscheinlich eh nicht stimmen. Aber das steht hier doch bestimmt auch irgendwo, oder? Ich meine, wenn man sowas nicht weiß, das kann man doch nicht einfach so sich aus der Nase ziehen, wann wo welche Sternzeichen sind. Stein. Bock. Ich habe es richtig geschrieben. Falsche Antwort. Na toll. Okay. Aber hier waren ja noch ein paar andere Sachen, die wir erkunden konnten. Hier dieser Raum, da war ich noch gar nicht. Oh, Feueralarm! Gnischig, nein. Okay. Jetzt haben wir hier einen Wasserspender, der wird uns nicht weiterhelfen. Und hier schöne Bilder. Dieses Bild trägt den Namen Die Wandervögel im Winter. Nicht. Was haben wir hier? Please, keep the door closed. Dann mache ich sie doch glatt auf. Geht nicht, weil Harry weiß nicht, wie der Türmechanismus funktioniert. Das ist zu schwierig für ihn. Och, ich weiß es doch nicht, Leute. Was ist denn? Da liegt doch was. Da. Fidel Castro. Ja, was würde Fidel Castro in diesem Moment tun? Gar nichts. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Ach, Leute. Ich weiß doch nicht. Was soll ich tun? Was haben wir denn hier noch? Hier. Blätter. Nein, nichts Sinnvolles. Hier ist doch noch was. Was haben wir denn hier? Ahaha. Ahaha. Schaut mal an. Der 24. Oktober bis zum 22. November ist, dass mein Fernseher gerade wieder. Och komm. Hatte ich euch das nicht letztes Mal schon mal gesagt? Die Aktualisierung von meiner Box. Ich bin gleich wieder da für euch. Moment. So, ich bin wieder da. Okay. Also, Scorpio ist vom 24. Oktober bis zum 22. November. Also Scorpio, ne? Er hat doch am 12. November. Richtig. Nochmal gucken, dass ich es auch richtig schreibe. Scorpio. Ja, gut, das kann man ja sogar. Heißt das nicht auch Skorpion? Egal, ich gebe jetzt einfach Scorpio ein. Das wird schon stimmen, oder? Ich probiere es einfach mal. Gut, ich hoffe, das werden nicht noch. Ich meine, hier gibt es sehr viele Sachen zu entdecken. Vielleicht kommt ja noch ein Passwort. So, also. Das größte Hindernis ist für mich, das einzugeben, nicht es herauszufinden. Score. Nicht nein. Score. Oh. Wie heißt mein missratener Sohn? Peter. Was weiß ich denn? Otto bestimmt, weil hier war doch das Bild, ne? Für Dad von Otto, das muss ja Otto sein. Na gut, das haben wir ja vorher schon entdeckt. Otto. Ta, Passwort zurückgesetzt auf Sunday 45. Schön. Damit hätten wir es. Lass mich raten, die ganzen anderen Sachen, die wir hier finden können, können auch ein Passwort sein. Das wäre zumindest logisch. Sunday 45. Haha. So, was wollen wir denn? Wir wollen. Oh. Ein PC. How does it work? Verdammt. It just froze on me. It is her. It is her. We moved? You don't remember because of the accident? Simmons Street. It's not a great neighborhood. Why would we move there? I guess the cop was right. My ID was old. That wasn't my house. What else did I forget? There's a phone number. Why don't you call it? I will. There's no reception. I'll be outside. Good luck. Hauen Sie. Cheryl? It's her father, Harry Mason. Is she okay?
Is she okay? Sorry, what's the... Okay. Das wird ja immer seltsamer. Was hat Dahlia damit zu tun? Und ich glaube, wir haben einfach einen kompletten Brainlag. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben komplett vergessen, was passiert ist. Irgendwie seit dem Unfall. Ich weiß es nicht, aber alles ist wieder vereist. Und das heißt, gleich kommen wieder mies gelaunte Zombies. Denke ich jetzt einfach mal. Okay, na gut. Aber wir haben ja gesehen, dass Harry ein Händchen dafür hat, PCs zu bedienen. Das Erste, was er tut, den PC zum Abstürzen bringen. Und ich höre es schon wieder. Ach Gott, warum denn? So langsam wird es ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Langweilig, immer wieder diese Wegrennsequenzen. Ich meine, beim ersten Mal ist es ja ganz lustig, aber wo sind eigentlich die Zombies? Sind hier keine da? Guck mal nach hinten, da ist nichts. Ich glaube, diesmal kommt einfach gar nichts. Na doch, ich höre schon was. Ich höre es rauschen oder nein, das ist wieder nur meine Einbildung. Hier ist niemand. Das ist schön. Schön entspannt. Ich weiß nicht, wo ich her soll. Das ist sehr verwirrend. Oh. Nee. Keine Zombies. Vielleicht sind hier alle auf der Party. Hm? Na, na. Doch, will sich doch... Ah, doch, doch. Da ist einer. Oh, hallo. Du hast einen dreieckigen Kopf. Gehst du weg? Geh weg. Hallo, nein, ich möchte nicht mit dir tanzen. Heute nicht. Tschüss. Och, da kommt ja noch einer. Hallo, du. Ich möchte auch nicht mit dir tanzen. Mach doch zusammen was. Geh doch weg. Lass mich hier durch. Lass mich in Ruhe. Verdammt nochmal. Geh doch einfach weg, du verrücktes Rennspiel. Ich kann sie nicht abschütteln. Ich kann sie nicht abschütteln. Es geht nicht. Okay. Jetzt werden es gleich drei tun. Das ist eine echt, echt abartige Vorstellung. Und ich bin wieder am Anfang. Warum? Ich konnte sie gerade echt nicht abschütteln. Entweder steht Harry auf sowas oder ich bin einfach unfähig. Ich glaube ja, beides ist der Fall. Naja. Vielleicht sollte ich einfach einen anderen Weg gehen. Ich weiß nicht. Ich probiere einfach mal die andere Richtung aus. Was soll schon schief gehen? Gut. Wo bin ich hergegangen? Hier war ich schon richtig. Aber hier, diesmal ist hier ein Zombie, der war vorher aber nicht da. Oh, hallo. Ich möchte nicht zu dir. Hab Spaß. Alleine. Nicht mit mir. Bin ich ja schon wieder den gleichen Weg gegangen. Ach ja. Ich kann mich ja so super entscheiden. Hier. Diesmal ist hier keiner. Oh, gehst du weg? Oh. Oh. Na, na Mann, oh. Ich kann. So, und tschüss. So. Und dadurch. Da ist auch noch einer. Nein, mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Ich gehöre nicht zu der Sorte von Mensch, die gerne Orgien haben mit Zombies. Vielleicht gibt es da Leute, die anders denken, ich nicht. Oh, jetzt bin ich hier wieder auf dem Footballfeld. Das scheint mir doch der richtige Weg zu sein. Ich hoffe es zumindest. Oh, hier geht's nicht her. Es ist nicht der richtige Weg. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Bin ich hier nicht gerade hergekommen? Tschüss. Ja, hier bin ich hergekommen. Tschüss. Tschüss! Nein, nein, nein! Das ist doch so unfair! Ja. Gleich vier. Wirklich, wirklich vier. Warum brauchen sie Harry dafür? Für ihre Sachen? Warum? Ach Mann, ich weiß doch nicht, wo ich hier soll. Gut. Eine Möglichkeit haben wir noch, indem ich einfach den kompletten Weg nochmal gehe. Genau, nein, ich werde jetzt einfach mal einen anderen Weg gehen. Ich werde schon... Ach, da ist schon wieder ein. Geh weg. Geh weg. Geh Tetris spielen. Oh, geh doch weg. Danke. So. Okay. Also doch hier. Hier hoch, genau. Ich gehe jetzt mal hierher. Hier bin ich eben nicht hergegangen, weil hier ein Zombie war. Nur mal hierher. Ach, guck mal, was da liegt. Da liegt doch eine Signalfackel, oder was war das? Genau, eine Fackel. Das ist immer praktisch. So, gucken wir mal hier. Ne, hier bin ich doch auch schon gewesen. Ach, ich weiß es nicht. Man muss ja einfach randommäßig durch Türen durchgehen. Vor allem sind hier auch alle blau beleuchtet. Normalerweise ist es ja immer da, wo es blau beleuchtet ist, geht's her. Ah, oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch echt gut aus.
Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Nicht. Doch. Oder? Hier, hier. Das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Gehe ich hier rein? War ich hier nicht schon? Ich war hier schon! Mann. Bin ich doch hergekommen. Ja, Zombie, ich weiß. Komm zu mir runter, ich gehe nach oben. Ja. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und dann werde ich mal den richtigen Weg suchen. Das wollt ihr euch bestimmt nicht noch weiter anschauen, wie ich hier von Zombies vergewaltigt werde. Ich glaube nicht, dass ihr sowas mögt. Ich mag sowas nämlich eigentlich nicht. Das werdet ihr jetzt nämlich gerade wieder sehen. Das, ja, dann vergewaltige ich mich halt. Mein Gott. Ja, jetzt sind sogar 5, es werden immer mehr. Ja, okay.